Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Und wir sind hier gerade wieder mal beim Riesenheim, haben die ganzen Sachen abgeladen nach der letzten Drachenschlechterei. Und sind hier auf dem Weg, Delphin zu treffen in Flusslauf, Flusswald. Und ich überprüfe da gerade die Waffen von meinem Großvater, ob die noch geladen sind. Und der hat ja einen ganzen Haufen noch dabei, eben, ja, Ausdauer, Gesundheit, Absorbieren, Kolben, Pipapo, Lähmen. Ah, das ist schon fast leer, aber das nimmt am liebsten schaut's aus. Lähmen, Gesundheit, Daedra-Schwert, ja, den Bogen hat er auch dabei, ist vollgeladen. Einen orkischen Bogen hat er auch dabei. Ah, das ist cool. Vulkanglas, Streitaxt, ja. Und ein Zweihänder. Ja, die mag er nicht unbedingt. Silberschwert, Eisenschwert, ein paar Pfeile. Sanguins Rose hat er. Die ist auch noch über der Hälfte geladen. Das reicht. Stab der Feuerbälle. Ah, die ist schon fast leer. Der Stab ist fast leer, aber egal, das muss noch reichen. Schutzgeist hat er auch noch. Und Stab der Zombies, ja, auch noch. Viertelvoll. Das passt, Bekleidung passt auch bei ihm. Ja, der ist gut gerüstet, der Junge. Sonstiges hat er noch viel dabei. Fackel, die Fackel ist wichtig, das war das Schönste. Und ja. Okay. Das war's. Nach euch. Ja, gehen wir es an. Bellrand, raus hier. Auf nach Reislauf. Nach Flusswald. Flusswald, Leute. Ich habe mir gerade beim letzten Video den Mund fusselig gesprochen, weil es da um Alchemie-Rezepte ging. Ne? Es scheint so, als ob viele von euch zu Weihnachten dieses Spiel bekommen haben. Und ja, ist nicht so einfach hier zu leveln, außer man cheatet. Damit meine ich nicht glitchen, ja? So, es ist Tag und wir schauen da gleich einmal auf die Karte. Wo ist die Karte? Die Karte ist hier. Wir springen da gleich einmal runter. Das ist gleich im Süden. Und gehen wir in die Kaschemme dort. Das ist jetzt die Hauptquest, ja. Delphin ist von uns überzeugt. Wir sind das Drachenblut. Wir können auch schon einen Schrei voll und ganz. Und bin ja gespannt, was sie herausgefunden hat. Sie ist ja auf dem Weg nach Hause, ja. Hat Informationen gesammelt, was da jetzt so los ist eigentlich. Ob jetzt da, welche Mächte da im Hintergrund eine Verschwörung herbeirufen. Und die mögen uns nicht unbedingt. Gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Königshain. Aha. Ja, da waren wir gerade. Also muss. Ja, wir bringen immer die Drachen mit. Deswegen verschwinden wir gleich hier. Schneller rein. Ich werde mein eigenes Schwert schmieden. Ja, wirst du sicher. Rein da. Zum schlafenden Riesen, Leute. Einmal am Stumpen gezogen und schon. Ah, die Ladesequenzen werden immer heftiger, denke ich. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt, ich habe einen Plan. Okay. Guten Morgen erstmal, da alle miteinander. Rein in den Kasten. Wir machen da mal zu. Okay, so. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Ah. Ja, wie? Kommt ihr nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken, aber euch kennen sie noch gar nicht. Mhm. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elendens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn
Ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elendens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Marlborn arrangiert habt. Noch Fragen? Puh, ja, eigentlich ja. Wer ist denn der Kontakt überhaupt und seid ihr auch sicher, dass es vertrauenswürdig ist? Macht euch keine Sorgen wegen Marlborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Aha. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Okay, und wie komme ich auf diese Feier? Das wussten wir. Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Das ist okay. Und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elendens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Marlborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Malboa merken und Elendem, ja, Elendem, ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe, ist okay. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Gut so. Wir haben da ja schon alles geplündert, so wie es ausschaut. Ja, die haben wir hier gelassen, das Stahlschwert und Ork, gell? Ork-Schwert ist das, ja, orkischer Zweihänder. Das lassen wir da, da Zutaten, da ist noch was. Heißgeist-Szene. Okay. Fast durchsuchen wir nicht. Und da, die haben wir auch schon mit. Dann gehen wir da raus. Wo ist unser Großvater? Was habt ihr immer noch Fragen? Ah, der war hinter uns, der Schlingel. Der ist mittlerweile sehr... Ja, Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mittlerweile so leise, dass der sich immer an mich heranschleicht, ohne dass ich es merke. Dann schrecke ich mich immer, wenn Riffraff hinter mir steht. Was ist passiert? Was ist passiert? Egal, wir brauchen da jetzt die Karte und schauen, wo wir unseren Freund jetzt finden. Im zwinkernden Skiva. War das so? Wo ist denn? Aha, wir sind da im zwinkernden Skiva, da waren wir schon. Ja. Dann chat mir darauf, komm. Einsamkeit. Schnellreise. Großvater halte ich an. Wir machen jetzt eine Reise durch ganz Himmelsrand. Nun gut, schauen wir mal, was Marlborn uns da zu sagen hat. Auf Dauer wird das ja wirklich, glaube ich, recht mysteriös. Das ist ja schon fast wie in einer Soap Opera. Einschleichen, Pläne stehlen, ja. Verschwörungen aufdecken und dergleichen. So. Hallo? Ich grüße euch. Ja, da ist der Zwinkernde. Da haben wir einen coolen Trinker kennengelernt, der tanzt immer vor der Tür. Schauen wir mal in der Nacht, was da so herumläuft. Ein paar Münzen für einen Veteran. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Ja, ist okay. Den geben wir immer was, ja. Mögen die Göttlichen euch segnen. Ja, Nostra-Art haben wir. Hättet ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Ja, haben wir. Hier nehmt ein Stück Gold, ja. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Gold entfernt und Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Beim Verhandeln habt ihr da 10% mehr Verhandlungsgeschick oder ihr kriegt zum 10% billigere Sachen. Wie lautet denn die Geschichte, alter Mann? Früher war ich einer der besten Kundschafter der Armee. Ich habe in der Wildnis alle gefährlichen Orte aufgespürt, die uns Probleme bereitet hatten. Ich habe meinen Helm in einer der alten Höhlen verloren.
Mein schöner, schöner Helm. Danach ging es mit meinem Leben immer weiter bergab. Ich habe so vieles verloren. Was ist, wenn ich den Helm für euch suche? Das würdet ihr tun? Ich hätte ihn natürlich sehr gerne wieder. Ich würde euch auch einige meiner Kundschafterkniffe zeigen. Findet Nostas Helm in Schattengrubenhöhle, ja? Wart ihr wirklich in Armee? Was? Ihr seht jemanden, mit dem es das Schicksal nicht gut gemeint hat? Und glaubt, es sei ihm immer so ergangen? Oh ja, ich habe im großen Krieg gekämpft. Ich war auf dem Schlachtfeld von Anvil. Und als ich niedergeschlagen wurde, haben sie mich zurückgelassen. Versteht ihr denn nicht? Sie haben mich dem Tod überlassen. Ich bin nicht abgehauen. Okay. Ich vermisse diesen Helm sehr. Okay, wir werden schauen. Wir werden unterwegs. Da ist er, Leute. Ja, kennt ihr noch? Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Und, ja, der hat ein Kopfkino. So, gehen wir rein zum zwinkernden Skiver. Treffen wir uns mit unserer Kontaktperson und schauen, was die noch zu sagen hat. Ja, es gibt schon ein paar witzige Charaktere in dem Game. Da muss man hin und wieder mal... Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Du bist ein Pfeilmacher. Okay. Okay, okay, okay. Wo sitzt denn unsere Kontaktperson da hinten irgendwo? Könnt ihr euch an dieses Lokal noch erinnern? Ja, mit Sicherheit. Und weil immer gefragt wird, wo kommt der Intro-Sound her, die Dame da hinten hat mir vorgesungen. Da rechts, der weibliche Barde hier, ja? Aber es singt, glaube ich, in jeder weibliche Barde das Lied, ja? Also zwei Lieder. So, wer bist denn du jetzt? Ihr braucht etwas? Malborn, komm. Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Was soll ich am besten mitnehmen? Was fragt ihr mich? Sie hat versprochen, jemanden zu schicken, der sein Fach versteht. Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum leisen Bewegen und zum schnellen Töten so braucht. Moment, ich muss ein paar Sachen vorbereiten. Ja? Ein paar Minuten gebe ich euch noch. Ich kann hier aber nicht den ganzen Tag lang warten. Es geht schließlich um meinen Hals. Wisst ihr noch? Okay. So, ich muss das jetzt kurz einmal schneiden, Leute. Ich habe da jetzt keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Sollen wir uns da jetzt ausziehen oder was? Wir haben ja nichts dabei. Keine Wäsche zum Wechseln. Bücher, Waffen, Bekleidung. So. Ja, ich habe nur eine Rüstung dabei. Verflixt. Ja, ich mache hier einen Schnitt und checke mal die ganze Lage. Ah, am besten, wir machen hier gleich einmal einen Schnitt. Wir sind ja schon über der Zeit wieder mit unserer Badin, ja. Und wir sehen uns wieder, wenn es da heißt, unserem Kontaktmann das zu übergeben, was er eigentlich braucht. Riffraff, da sieht er, und ich verabschiede uns jetzt, ja? Und lauschen da den Klängen. Zum Licht war das Dunkel. Euer Toso. Es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.